Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play Fallout. Und ja, wir müssen ja weiter zum Detektiven. Und dementsprechend begib dich zur Detektiv Valentine. Das ist ja bekanntermaßen in der Diamond City. Warte mal, wenn ich Diamond City mag, reise ich da direkt jetzt nach Diamond City rein oder reise ich da jetzt nach sozusagen wieder vor die Stadtmauer? Da bin ich jetzt gespannt. Oh, das wäre ein schönes Ding. Den hätte ich aber auch gern. So ein Flammenwerfer. Mir wurde ja auch gesagt, eines der Videos, und ich bin ja immer für eure Tipps ganz offen. Ah, oh. Okay. Da bin ich ja für die Tipps ganz offen. Und da wurde mir gesagt, dass ich doch beim Startort, wo ich war, Richtung Süd-Südwest gehen sollte. Weil da gibt es wohl vielleicht auch noch das eine oder andere Gute an Waffen. Also das ist vielleicht auch noch eine Überlegung, dass ich die demnächst angehe. Das ist echt ein cooles Ding. So durstig. Na? Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ja, ja. Reden, und dann geh doch weg. Was? Du Sheffield? Ich hab doch Sheffield. Hab ich Sheffield gerade eine Nuka-Cola gegeben? Muss ich gar nicht. Super, dass ich Sheffield eine meiner Nuka-Colas gibt. Sehr lieb von mir. Und das, obwohl ich es gar nicht weiß. Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, ja, klar. Diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Können wir mit meinem Fall anfangen? Oh, natürlich. Es muss nur noch etwas Bürokratie erledigt werden. Hier, ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, toll, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Oh. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Dann setze ich mich doch hin, so wie er es von mir wünscht. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Da waren ein Mann und eine Frau. Ich erzähle denen alles. Sie sagten nicht viel. Aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Was sind die Gunner? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein. Ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Dann das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Hä? Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß.
Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerungen. Nicht nur bei mir. Jeder Synth, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Genau. Und diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Das waren, Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte, das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ich finde das so geil mit dieser Maske. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Vielleicht ein anderes entführtes Kind. Ja, entweder das oder er hat einen eigenen Sohn. Beides keine schöne Vorstellung. Beide sind vor einer Weile verschwunden. Wurden nicht mehr gesehen. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Das ist doch eine Idee. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ich kann doch nicht folgen, wenn ich... Ich brauche hier irgendwie erstmal was, wo ich was ablegen kann. So, das lege ich halt da auch rein. So ist mir jetzt auch total egal. Ich brauche keinen Filzhut. Ich brauche kein Bier. Ich brauche keine... Doch, Blutpakete brauche ich. Nein, falsch. Da. Ein aktiver Radiosender brauche ich gerade nicht. Lederrüstung brauche ich nicht. Rattenfleisch. Klebern brauche ich nicht. Netzrelais-Spule, Mutterbeeren brauche ich jetzt bestimmt auch keine. Komm, alles weg. Raketenwerfer, warum kriege ich nicht endlich mal was dafür? Taschenrohr, Skalpell, Spachtel. Den Anzug, Trenchcoat, alles Gewicht. Oh, so viel Red ist da dabei. Was will ich damit? Verstrahlten Blut. Ich habe halt... Ist ja echt doof, dass ich nur noch Ding habe. So wenig Fusionszellen. Ich hoffe, dass wir da auf dem Weg wieder was finden. Lasermuskete. Metallrüstung. Mit Mündungsbremse, mächtig. Dann kann ich ja die andere Maschinenpistole ablegen. Wo ist der denn? So, brauche ich die doch nicht mehr. Wenn ich da so eine mächtige dabei habe. Da die taktische Automatikpistole brauche ich auch nicht, wenn ich die mächtige habe, oder? Ja, ich habe doch so eine mächtige. Ja, die mächtige, dann brauche ich die taktische nicht. Das Jagdgewehr nehme ich mal einfach noch mit zum Witt. Ja. So, jetzt können wir. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Ich will doch noch raus. Er lässt mich nicht raus. So, jetzt aber. Jetzt darf ich auch raus, jetzt kann ich wieder laufen. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen wohler. Also ich kann lustigerweise gerade keine... Waffe will. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner.
Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. So, ich bin gut ausgestattet. Da fühle ich mich, glaube ich, bei der gerade am heimischsten. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Natürlich. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Ist gar kein Problem, Nick. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Natürlich. Geschlossen. Ja. Das Meisterschloss. Kein Glück. Dann müssen wir den Schlüssel finden. Warte mal. Ich kann nicht zufällig gerade skillen, oder? Nee, ich bin hier noch. Oh. Schade. Sonst hätte ich jetzt gerade den Meister. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. So, also dann probieren wir es da drüben. Die werden sich auch alle denken, wie der hier rumläuft. So, Aufzug. Und Aufzug hoch. Und los, ab zum Bürgermeister. Da kann man auch bestimmt den Schlüssel von dem geben. Guter Bürgermeister macht es ja auch. Der sagt, hey, ja klar, du brauchst zu einem Einwohner von meiner Stadt einen Schlüssel. Habe ich doch in der Gesäßtasche immer dabei. Ich kenne dich nicht, aber nimm es doch einfach mal. Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Waffen. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. So rumzuschreien. Oh, Schnapsglas könnte ich ihm klauen. Ah ja, ich erinnere mich. Der Neuzugang. Du kennst mich. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun? Ein Mann namens Kellogg hat früher in der Stadt gelebt. Ich will mich in seinem Haus umsehen. Verstehe. Nun, was Ihre Gründe auch sein mögen, ich nehme die Privatsphäre meiner Bürger sehr ernst. Auch wenn Sie nicht mehr hier wohnen. Ich kann Sie nicht einfach in ein fremdes Haus lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Ach, Überredung. Welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag, Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus. Das war's also. Sie wollen mir nicht helfen. Sicherheit ist das, was Diamond City vor den Streitereien und Missgeschicken des Commonwealth bewahrt. Das kann ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Ich sehe schon, also gib mir. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Wie können Sie es wagen? Ich bin der Bürgermeister, zum Teufel, nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Na gut. Ich sehe schon, das läuft. Danke auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Wohl aller Bürger von Diamond City denken, nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Du bist mir schon so einer. Ah, was machen? Bürgermeister McDonough? Ich schätze, es geht wieder um den Schlüssel. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie unerlaubt ein fremdes Haus durchsuchen. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis. Geht wohl nicht nochmal. Was? Ja, ich sehe schon. Warum kam ich hier nicht raus? Ach Gott, muss ich jetzt... Bitte, Bürgermeister. Verstehe. Klar. Danke für nichts. Ich war...
Okay, also. Das war's nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Warte mal, vielleicht mit der Tussi da reden? Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kelloggs altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Vielleicht können wir uns ja einigen. Ich habe hier zufällig einen Haufen Kronkorken. Ein Geschenk? Für mich? Ja. Großzügig. Ach, nicht schon wieder. Da lege ich nur einen Schlüssel auf den Schreibtisch und vergesse ganz, ihn dann wieder zurückzulegen. Das ist doch mal ein Zufall. Vielen Dank. Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Kann jetzt nicht reden. Muss weiter. Tschüss. Ich versuche, einen Mann namens Kellogg zu finden. Hey, habe ich was Falsches gesagt? Ja. Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper. Kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern? Hm. Komm schon. Ich wollte sowieso gerade gehen. Es dauert eine Uhr. Zu lang. Einfach mal hier entlang laufen. Zack. Mal gleich lang rum. Und jetzt hoch zum Haus. Hey Nick, ich hab einen Schlüssel. Na? Hast du den Schlüssel? Natürlich. Okay. Hab ich den Schlüssel, fragt er. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Aber sicher dat. Kochplatte. Kommt der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Klebeband. Hieß es in einem meiner Videos, dass man das doch mitnehmen soll. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Jo, eigentlich ja. Ah. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Nuka-Cola. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Was denn? Steht er vor irgendwas und wahrscheinlich ist Wasser wichtig. Ich nehme jetzt wieder Gummibonbons, schmutziges Wasser. Schrank? Schrank ist nichts. Ölkanister. Zigarre. When it start. 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Simpex. Ah ja, was könnte es denn hier noch geben? Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Jetzt habe ich nur Dogmeat nicht dabei. Du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln. Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen, bevor du dich auf den Weg machst. Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Ich will, dass du mir zur Seite stehst. Genau. Sanctuary Hills. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. So, ich guck nochmal schnell oben, vielleicht was finde ich noch was. Also kleinen Moment bitte. Schlafsack, schlafen. Schneidebrett, Handschuhe. Warum bin ich der Einzige, der bei Handschellen nicht ans Verhaften, sondern egal. Und raus geht's nach Diamond City.
ist Dogmeat. Kleiner Racker. Dogmeat, schnüffel mal da dran. An meiner Hand. Hol dir Kellogg, Junge. Bring mich zu diesem Dreckskerl. Genau, braver Junge. So, jetzt bin ich ja gespannt, was hier Dogmeat für uns so hat. Er rennt ja schon mal gut vor, also von dem her scheint er eine Fährte irgendwo zu haben. Okay, die geht nach außen. Das war zu erwarten. Ist das gerade Kotzwerf? Ist da gerade Kotzwerf weg? Kotzwerf! Nicht mal was schönes Bild, was ich hier gerade gezeigt bekomme. Ist ja langweilig. Normalerweise wäre jetzt hier in der Mitte so ein schönes Bild, wo wir ein bisschen was davon hätten, was sehen können. Aber nein, da sowas. Viel zu lange gedauert. Außerdem ist es kein schönes Bild. Was will ich denn hier ein bisschen mit dem... Ach nee. Dem jetzt was anderes auf. Da, Kotzwurf. Alles klar. Hau rein. Gute Reise. Ja, ist ja gut. Hier schon wieder Musik. Ich sehe jetzt schon die nächsten GEMA-Probleme. Boah, es ist Nacht. Ich mag die Nacht nicht. Nein, keine Zeit. Ja, das ist so eine doofe Falle. Da gehe ich hin und ihr schlachtet mich ab. Ja, was? Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Ach. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die Fährte wiederfinden. San Francisco Sunlight. Dogmeat was gefunden? Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Komm, führ uns weiter. Braver Junge. Einfach nur die Zigarren aufnehmen, ist auch leicht. Hätte doch Kotzwerf auch können. Kotzwerf hat bestimmt auch eine gute Nase. So. Machen wir die einfach so. Leuchtende Maulwurfsratte. Was ist denn das für ein ekliges Ding? Sowas nervig, so Maulwurfsratten. Warum leuchtest du denn so? Nukleares Material kann ich bestimmt immer gebrauchen. So, weiter geht's. Ist ja nur die Frage der Zeit, bis die nächsten Ratten auftauchen. Oh, da drüben sind lauter Menschen. So, wo führst du uns jetzt hin? Okay, alles klar. Na toll. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Komm. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ach, jetzt wieder zurück. Ich habe doch hier gerade erstmal alles genommen. Na gut. Dann folgen wir dem auch dann dahin. Oberlandstation ist doch mir egal. Mir hat bisher auch keiner geholfen, wenn ich mit meiner doofen Leuchtpistole geschossen habe. Komm schon. Bring mich zum Schotter, zu Kellogg.
Na? Wo ist er? Na, wo ist er denn? Hier ist er, ein Braver, gell? So ein Braver. Oh. Immer in die Fresse rein. So, weg mit dir. Ja, jetzt lasse ich lieber, das Fleisch ist ja eh so ranzlig. Nicht dein Ernst jetzt. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ach, sag Sachen. Als erstmal dieses. Erstmal das Ding da wegbekommen. Schaust das hässlich aus, dieser Stechflügler. Komm schon. So, und jetzt nehme ich mal einen Stimpack. Weil das wird auch langsam Zeit. Nee, vielleicht nicht mit der Kanone. So, Nummer 1 weg. Egal. Super Mutant auch weg. So, jetzt erstmal die looten. Todeskrallen, nee, brauche ich auch nicht. Essen. So. Ja, ist geil, aber doch nicht so ewig rum. So, können wir weiter. Wie liegt da? Alles gut. Sollte ich ein bisschen was aufklamüsern. Aha, wir müssen wohl runter. Schlafsack. Aschenbecher. Trinkglas. Wo soll hier was sein? Ich könnte mich eine Runde schlafen legen. Das wäre aber wahrscheinlich nicht von Vorteil. So, naja, ich würde einfach mal sagen, wir machen eh hier eine kleine Pause. Ohne, dass ich hier noch sterbe. Und schauen dann in der nächsten Version, wie es weitergeht mit Let's Play Fallout 4. Ciao!